Herzlich willkommen und moin, es ist wieder Freitag und es ist kurz nach 11. Wir machen unseren Wochenrückblick für unsere Tagesstrategie und was diese Woche so an den Börsen los war. Und vorab, ja, letzte Woche All-Time High, neues Rekordhoch und am Montag ging es dann wieder runter. Und ja, ich will Ihnen vielleicht nochmal erzählen, wie das so an der Börse funktioniert. Der DAX steigt wie eine Treppe, das heißt seitwärts steigt und wenn es runtergeht, ist es meistens, also auf Leerverkäufe oder Short, geht es meistens wie ein Fahrstuhl. Und wir sind von 16.300, ja, wie ein Blitz runtergelaufen diese Woche und hatten gestern ein Niveau von 15.700, das heißt mal locker 600 Punkte haben wir diese Woche abgegeben. Ist das schlimm? Für uns Trader nicht. Warum? Weil wir natürlich auch hier im Club ausschließlich Long-Short-Strategien anwenden. Das heißt, wir sind dort flexibel. Die Tagesstrategie und Wochenstrategie, die wir uns jetzt anschauen, da gab es vorab nur zwei Signale, in Anführungsstrichen. Alle beide sind in Gewinn gelaufen, aber wir haben auch ein paar Trades, wo wir uns absichern mussten, wo wir uns praktisch abgehatcht haben, wo das dritte Signal hoffentlich ja die nächste Woche rauskommt. Das Damoklesschwert, wie man so schön sagt, liegt über uns. Warum sind die Märkte so gefallen? Da gibt es ausschließlich einen Grund: Unsicherheiten. Nicht nur Konjunkturzahlen, sondern die Debatte um den Haushaltsstreit in Amerika. Und heute Freitag munkelt man, dass es heute eventuell dichter rangeht in Richtung Einigung. Und ich glaube, wenn wir eine Einigung bekommen, ob es jetzt nur heute ist, am Wochenende oder nächste Woche, dann könnte es wieder in Richtung Norden gehen. Aber wissen tue ich das natürlich auch nicht, weil wir haben hier auch keine Glaskugel. Also lass uns reingehen in die Trades. Und wir sehen dort grün hinterlegt in dem MetaTrader 4, das ist die Software, zwei Märkte. Und the good old German DAX, ihr seht es hier, gab ein Signal. Es gab ein Signal und ihr seht es hier, eine rote Heiken-Asche-Kerze. Erstmal der Kompass, das ist unsere Sonne, hat oben das Signal gegeben, wir konzentrieren uns ausschließlich auf fallende Kurs. Dann gab es diese blaue Kerze, dann eine rote Kerze. Und erst hier, wo die Bestätigung gekommen ist, sind wir short eingestiegen. Und zwar nicht am Abend, wie die meisten Clubmitglieder, sondern ich steige ja immer morgens ein, 8.25 Uhr. Gemeinsam mit unseren Clubmitgliedern. Und da sind wir eingestiegen und hier sind wir ausgestiegen. Jetzt sagt der eine oder andere, wieso hast du nicht mehr mitgenommen? Diese Strategie hat natürlich Optionen, mehr mitzunehmen. Da gibt es verschiedenste Techniken. Die Grundtechnik aber, bevor man mit der man anfängt, ist praktisch diese kurzen Gewinne mitzunehmen. 0,1% auf das Depot, das ist auch unser Tagesziel. Stop-Loss wird hier oben platziert auf die Sonne. Der zweite Trade, meine Damen und Herren, ist der USD Schweizer Franken. Ja, und wir sehen es hier, USD Schweizer Franken auf Tagesbasis. Wir sind dort besser reingekommen. Hier gab es das Signal, dann war die Umkehr. Zum Wochenende steige ich ja nicht in den Markt ein. Und hier sind wir dann am Montag eingestiegen und der Trade ist dann direkt in der Umkehr in den Gewinn gelaufen. Das heißt 0,2%, es waren zwei Signale. Und jetzt würde ich gerne noch einmal auf die Trades eingehen, die aktuell laufen. Also wir haben einmal, wie wir hier sehen, Gold ist short, da sind wir raus. Wir haben Audi Neuseeland, da gab es gestern das Signal. Und ich mache den Chart mal kleiner. Und wir sehen eine blaue Sonne, eine rote Sonne, dann wieder runter. Und für Sie als Trader, ja, der Kompass zeigt wieder Richtung Norden, ja, könnten Sie natürlich jetzt sagen, am Freitag steige ich ein. Ja, wir halten uns aber da raus und würden erst am Montag den Kurs uns anschauen. Und ich sehe jetzt ja auch gerade, ich muss das ein bisschen größer machen, der Trade ist sogar heute Nacht schon in den Gewinn gelaufen. Hier sehen wir diesen Schritt, also der ist in den Gewinn gelaufen. Ich war nicht dabei, deswegen haben wir ihn auch hier nicht besprochen. DAX habe ich besprochen, USD und Öl. Ja, hier sehen wir kein Fehlsignal, aber es gab vorgestern ein Ölsignal und ich habe die Kündigung eingereicht bei Öl. Ja, nicht, dass ich nur auf erneuerbaren Energie mache, aber ich habe einen sehr großen Verlusttrade letztes Jahr gemacht, der außerhalb der Strategien war in Öl und habe da gesagt, jetzt machen wir erstmal eine Trennung. Ob es jetzt eine Trennung auf Zeit ist oder für immer, das entscheide ich noch. Also Öl habe ich nicht gemacht und ihr seht,
die Strategie, man ist long, aber es gab noch kein Gegensignal. Auf Wochenbasis, Kanadisch Dollar, Japanisch Yen ist in den Gewinn gelaufen und Euro Dollar auf Wochenbasis, ja, wir sehen es hier, short. Euro Dollar kommt ein wenig zurück. Wir sind aktuell bei 1,07 etwas. Das heißt, wenn alles so bleibt, würden wir am Montag auch in den Euro Dollar Short einsteigen. Das war kurz und knapp, wie immer, und ich gehe mal in die andere Kamera, unser Wochenrückblick. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und die nächste Woche ist speziell. Nicht nur, dass wir Pfingstmontag haben, sondern auch nächste Woche am Freitag gibt es ein Riesen-Event. Ja, der Traders Club feiert Premiere. Nach 14 Jahren werden wir Ihnen allen eine neue Mitgliedschaft vorstellen. Eine neue Mitgliedschaft inklusive unserer neuen Strategien. Da freue ich mich sehr. Also alle Interessenten, die sich das Video jetzt anschauen, meldet euch an, kommt auf unsere Homepage, registriert euch. Ja, uns wird es sehr, sehr freuen. Die Plätze sind limitiert, auch bei dem Webinar. Warum sage ich das? Weil wir haben 3000 Mitglieder und auch sehr, sehr viele Mitglieder haben in ihren Bekannten- und Verwandtenkreis schon Bescheid gegeben, weil das solltet ihr euch eintragen. 2. Juni, Freitag, mit ganz, ganz früh fangen wir an, 8.25 Uhr mit Live-Trading und dann werde ich so gegen 10 Uhr das Angebot machen und das ist ein einzigartiges Angebot in der Firmengeschichte. Also, save the date. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schöne Pfingsten, bleibt gesund und wir hören uns Dienstag.